Heute ist Dienstag, der 19. März, und ich nehme euch heute einen Tag in meinen derzeitigen Alltag mit. Ihr habt es gesehen, ich stehe so um circa 5 Uhr auf. Dann geht es erstmal auf die Waage und ich mache mir erstmal meinen Kaffee und meinen Tee für den heutigen Tag. Derzeit trinke ich immer den grünen Tee mit Orange und Ingwer. Jeden Tag einfach einen Tee, ich finde es ziemlich geil, kann ich nur empfehlen. Genau, und dann mache ich auch schon mein Frühstück. Ich mache mir da meine eigene Kreation. Ich mache mir da einen Haferflockenkuchen, bestehend einfach aus Haferflocken mit Wasser, dann Proteinpulver, Flohsamenschalen und Himbeeren. Genau, die gleiche Portion, die gleiche oder beziehungsweise die gleiche Mahlzeit gibt es auch für die kleine Pause. Die habe ich um 9 Uhr. Da sind es von der Menge her einfach bloß ein bisschen weniger, ein bisschen reduziert, aber ansonsten gleich. Ich lasse das immer ein bisschen länger in der Mikrowelle, dass so eine kuchenartige, bisschen festere Konsistenz bekommt als Porridge. Finde ich ziemlich geil so. Und im Prinzip außen ein bisschen so, bisschen fester, so kuchenartig, und in der Mitte noch so ein bisschen weich, Porridge-mäßig. Finde ich richtig geil einfach zurzeit mit Cinnamon Cereal, einfach mein Favorite Proteinpulver, und dann Vitamin C und Zimt noch als Topping. So, auf dem Weg zur Arbeit. 6.30 Uhr geht's los. 6.20 Uhr oder so ist es jetzt, also passt. Ich fahre immer mit dem Fahrrad, bin immer mit dem Fahrrad unterwegs. Mittagspause geht's dann auch nach Hause. Wir sehen uns nochmal kurz in der kleinen Pause und dann mittags. Bis dann. Schaust du mit? Was ist das? Geiles auf der Galaxy. So, jetzt geht's in die Mittagspause. Jetzt geht's wieder nach Hause. Und dann zeige ich euch gleich mein Essen. So, also das gibt es jetzt zum Mittag, den großen Salat noch mit König Frischkäse, den würze ich jetzt auch noch ein bisschen, genau, und dann Afrikola dazu. So, jetzt 0,5 Gramm Salz, das tue ich jetzt hier auch noch mit rein, genau, dann gibt es noch einen schönen Kaffee dazu. Mama ist die Beste und Wassertank leer, perfekt. Jedes Mal, wenn ich einen Kaffee rauslasse, irgendwas ist immer entweder Wassertank, Tropfschale oder sonst was leer. Genau. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Kaffee dazu, Cola, bisschen was anschauen und mein Salat. Der hat so circa 200 Kalorien, ich kann es euch einblenden. Vom Volumen halt sehr groß und deswegen sehr geil. Hallo. Ich bin jetzt am Gym angekommen. Ich war jetzt noch kurz Paket wegbringen, habe mein Essen gemacht, also Essen vor dem Training, plus 1 Gramm Salz für den Pump. Heute gibt es Beintraining. Ich nehme euch da ein bisschen mit. Und heute muss ich auch noch viel Schritte machen, weil ich habe, glaube ich, erst 6.000 ungefähr. Mein Ziel, mein tägliches, ist bei 13.000.
Deswegen gibt es jetzt dann nochmal ein bisschen aufs Laufband oder am Schluss und dann halt noch Spaziergang am Abend. Genau, ich nehme euch mit. Ja, let's go. Full House. Ihr seht es gerade, mein Training war heute Beine, bestehend aus Beinbeuge im Stehen. Ich habe jetzt für euch nur 4 Übungen festgehalten. Beinbeuge im Stehen, Beinpresse, Beinstrecker und Beinbeuger, Hyper Hip Extensions. Genau, danach gab es noch ein kleines Posing und zusätzlich habe ich noch Adduktoren gemacht und Waden. Und ja, das war's von meinem Beintraining. Und hier seht ihr noch ein kleines Posing von mir. So, Training ist durch, ihr habt es gesehen. Ich war noch eine halbe Stunde auf dem Laufband. Schritte machen, jetzt muss ich aber auch noch Schritte machen, deswegen mache ich die jetzt gleich voll. Danach geht's essen, dann gibt es für mich nochmal Rührei mit Huhn und Magerquark danach. Dann fange ich schon mal an, das Video zu schneiden. Ja. Und dann geht's auch ins Bett. Ich hoffe, so früh es geht, normalerweise immer um 9. Mal schauen, ob ich das schaffe. Es ist jetzt schon 8. Ja, wird knapp. Auf jeden Fall will ich schon mal anfangen, das Video zu schneiden und ziemlich weit kommen. Und ja. So, das Video ist eigentlich so gut wie geschnitten. Ich werde es morgen fertigstellen. Es ist jetzt kurz vor 10, also 9 Uhr habe ich nicht geschafft. Aber das Video ist fast geschnitten. Ich habe heute alles aufgenommen. Ich habe heute viele Sachen geschafft, wie ich mir vorgenommen habe. Ja, ich bin zufrieden, es war ein erfolgreicher Tag. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich gern wissen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.